Ich will mal noch eine Sache sagen. Für den Notfall hätten wir auch noch fertige Kriegsziele gegen England. Das ist nur mal gerade jetzt haben wir ja noch das Kriegsziel gegen Rumänien. Ach komm, was soll schon schief gehen? Alles. Moment, das denke ich mir bei Howie 4, habe ich so oft schon gedacht, Alter, der Plan ist felsenfest und auf einmal stand irgendwelche Truppen in meiner Hauptstadt und ich dachte nur, woher? Also wir könnten jetzt mal gerade eine Liste machen, was schief gehen könnte. Da meint eine Sowjethymne müsste unproblematisch sein. Na gut, aber ein Plan, der nur auf Erfolg aussieht. Ist jetzt nur noch die Frage, ob es eine sowjetische Hymne auf Spotify gibt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es die gibt. Ich müsste generell, ich hätte den Mod mit der kommunistischen Musik runterladen sollen, beziehungsweise die habe ich sogar runtergeladen. Was? Hä? Okay, hi Gott, das sind Leute, die haben in Paris gelandet, falschen Weg an, ich bin so gut wie tot. Oh okay, mein Gott, nein. Hier jetzt. Das war überraschend. Fuck. Was? Oh shit. Was? Geil, Alter, ich hab... Annehmen. Wir greifen an. Okay, ich bin in Japan. Ich brauche was. Heiko, kriegst du Paris selber geregelt oder soll ich meine Truppen gerade abziehen? Ich weiß es nicht. Und mir war klar, dass die falschen Jäger schicken. Irgendwoher wusste ich es doch. Gerade eben habe ich noch Witze drüber gemacht. Okay, aber der Krieg ist ausgebrochen, meine Damen und Herren. Let's do this shit. Los, Byzanz, du hilfst uns jetzt. Byzanz? Hallo. Ich lasse den. Hey, wieso können die so krass viele Flieger da haben? Habe ich gar keine Luftüberlegenheit oder wie? Achso, ja, natürlich haben die keine. Ich wusste nicht, dass falsche Wege so weit fliegen können. Die können. Oh, Gott. Okay. Spanische Luftwaffe ist unterwegs, Heiko. User left your channel. So. Also die Liste, was alles im Krieg schief gehen kann, brauchen wir jetzt nicht mehr. Nee, das hat sie erledigt. Weil ich glaube, die ihre Fallschirmjäger halten sich ganz gut. Ja, Okay, die haben da umdrehen ein bisschen mehr als... Ja, Spanier, guck mal um meine Südküste, da sind die und... Oh fuck. Ich hab das Gefühl, die landen jetzt gleich auch bei mir. Ich sehe da doch schon die scheiß italienischen Truppen. So, klar. Russland, bitte mach alles, greif an. Du musst uns jetzt alles wegnehmen. Also, du musst uns jetzt entlasten, so schnell wie möglich. Okay, komm schon, wir brauchen deine Hilfe. Wir müssen der Welt vereinigt euch. Ich glaube, irgendwas aus meine Dinger erhöht. Nein, ich seh grad nichts. So viel zu, übrigens, Finnland ist neutral. Ja, wir stehen hier so einem kleinen Blitzkrieg entgegen. Ich überleg grad, ob ich mich aus meinem Land hinaus zurückziehe. So. Könnt ihr die Taktik der Nazis verfolgen und schon nach Dingens absetzen? Argentinien oder was? Ja. Plan besteht für mich gerade schon mal. Attention. Alter, ist das eklig. User joined your channel. Ja, also, ihr Byzanz unterstützt uns, allerdings erst in 1 bis 2 Jahren. Geile Sache. Ja, bis dorthin ist Paris 3-mal gefallen. Also, nee, warte, Paris ist ja schon gefallen. Ups, ganz vergessen. Und, England sagt halt, ja, die machen mit. Allerdings werden die erstmal nur Dänemark erobern, psychischen Druck ausüben und, psychischen Druck, das wird also nicht verrecken. Und dann halt mal gucken. Also, die Briten machen genau das, was sie auch im Original gemacht haben. Mal gucken. Du meinst, warten, bis wir am Arsch sind und später rumheulen, wenn sie von allen Seiten bombardiert werden? Ja, so in etwa. Die einzige Erfolgsmeldung ist halt, wir können halt die Japaner hier tatsächlich irgendwie aufhalten. Ja, gut, das ist ja schon mal eine Sache. Alter, das ist doch wirklich nicht wahr. Bei alles in allem bekommen wir gerade ziemlich aufs Maul. Echt?
Ach ja, klingt, Italien klingt ist komisch. Auch nicht. Sei gut, das ist nichts bei dir in Frankreich, oder? Ja, Italien wird gerade ein bisschen aufgehalten. Spanien, du siehst, dass die bei dir gelandet sind. Ja, meine liebe Kommentaren, das griechische Kaiserreich, das byzantinische Kaiserreich bietet euch an, dass ich jetzt Rumänien von hinten überfalle und dann mich mit allen Truppen in die Achse werfe. Ja. Bitte, bitte. Ach, vergiss Albanien nicht, ne? Ja, da habe ich gerade Truppen hingestellt. Ich brauche aber noch einen kurzen Augenblick, einfach weil ich noch Truppen ausbilde. Guck mal nach Frankreich und dann siehst du, wie viel Zeit du hast. Ja. Weißt du, ich habe ein Loch in der Front. Und Türkei, du kannst auch die Truppen, die da... Zum Glück habe ich noch dermaßen viel Panzer rausgehauen. Und die, du kannst auch die Truppen an der Grenze, ne, zum Byzantinischen Empire dann halt so einige abziehen. Wieso habe ich da unten Truppen in Frankreich? Kann mir irgendjemand Equipment schicken? Das sagt der Chinese, ne? Nein, tatsächlich nicht. Sondern wer ist ich? Griechenland. User joined your channel. Ich bin als Bote der Alliierten da. In 90 Tagen etwa könnten wir vielleicht helfen schon. Okay, oh, bitte, weil ihr dürft nach Frankreich gucken, ich lebe nicht mehr lang. Wir planen erstmal woanders zu intervenieren, um dann leichter gegen den Deutschen zu intervenieren. Dann interveniert aber bitte schön Länder. Heftig und mit aller Wucht. Ja, das wird schon. Ja, weil was ihr da eben meintet mit, ja, Frankreich wird schon länger standhalten. Nein, Frankreich wird nicht lange standhalten. Frankreich. Nein. Ja. Also ich weiß nicht, wie Heiko, gesagt, dass sie eine Truppe auf Paris. Die sind halt schon jetzt an ihrem Limit, was das angeht. Ich weiß. Die haben keine freie Division mehr. Also wenige. Ganz wenige. Wenn ich direkt Bukarest und Plovdiv erobere und Muthenia, müssen die doch eigentlich kapitulieren, oder? Wusstest du, du musst meine belgische Front halten, gell, sonst wird das hier nix. Ja, ich bleib bei Belgien stehen. Firum, kümmerst du dich um bei den Franzosen, dich auch hier bei unserer Front? Ich hab Paris zurückgerobert, es wird alles besser. Die italienische Landung wird zurückgehalten. Ich kann die Wichsermaschine im Norden ein. Attention. Ich kann mit Freuden verkünden, ich kann zumindest meine Front halten. Ich weiß nicht, wie es Rest von Ostasien ausschaut, oder? Warum jetzt erschießt die blöden Italiener und dann hoch da oben? Schneid ihn mit der einen Division in Barcelona ab, dann hat er keinen Nachschub. User left your channel. Die Rumänen haben es bemerkt, sie stellen ihre gesamte Armee an meiner Front auf. Wenn die Italiener auch nicht mehr weit sein. Ich habe halt gerade die Jugoslawien vorne, habe ich keine Division stehen, das ist ein bisschen problematisch. Türkei. Können die Türken bei mir mithelfen? Genau, ne, oder so, ja. Ich gebe der Türkei Zugriff und dann können die bei mir Truppen stationieren, ist das okay? Türke noch da? Und sag nicht, der ist jetzt genau AFK. Nein. Blubber. Naja, was heißt AFK, ja. Fokus wird die ganze Zeit ausgewählt. Er hat auch gerade meinen Dings akzeptiert, meinen Zugang. Okay. Ist er gerade nur sprachblindert? Also die Russen? Dann ist, was macht Deutschland da in Südfrankreich? Ich bin schon dabei, ich habe meine komplette Belgien-Front abgezogen. Russen, wenn ich dann gleich den Rumänen Krieg erkläre, müsst ihr jetzt genau wie jetzt so eine Offensive starten. Ja, okay. Weil der hat jetzt ziemlich viele Truppen und wenn er dann noch mehr Truppen kriegt, dann krieg ich Problem. Also wir haben da jetzt, 11 Divisionen eingekesselt. Scheiße. Jo, die sind auf dem Marsch nach Madrid. Hat irgendjemand von euch Panzerabwehrkanonen übrig? Nein. Scheiße. Ich weiß nicht mehr, was das ist. Infanterie-Equipment. Gewehre. Ich kann dir erst schicken, wenn du im Krieg bist. Ja genau, das müsst ihr dann gleich machen, weil ich habe gerade zu wenig. Weil ich gerade blitzartig nochmal... Ich bilde gerade blitzartig nochmal 10 Divisionen, 12 Divisionen aus und die sind groß bei mir. Wo sind diese britischen Truppen? Kommt schon, ihr schwulen Engländer, macht was! Heiko, halt durch, du schaffst das. Ja, ich hab zumindest mal die erste Welle an Fallschirmjägern aus meinem Land raus. Musste nur irgendwie so die Hälfte meiner Truppen, die für alles gedacht waren, abziehen. Zumindest die Verluste sind auf unserer Seite. Das ist eine gute Nachricht. Ich habe auch schon einige Divisionen gekesselt von denen, also ist nicht. Also ich krieg nicht ganz aufs Maul, aber ich krieg halt schon ziemlich aufs Maul.
Oh Gott, die Russen, der Finnländer. Oh Griechenland, du wirst gleich sterben. Oh Scheiße, die Finnland von. Gott. Da kommen wir einfach nicht raus. Teil der Flotte ist offen. Okay, die Finnlandfront fällt, schon geil. Witzig ist, vielleicht kann ich mit meinen Divisionen ganz schnell Albanien erobern, dann sichere ich mit nur zwei Divisionen. Spanien, scheiß auf deine Hilfen, die sind eh, die ganzen Front. Truppen, die du da hast, zieh die einfach zusammen, das macht eh keinen Sinn. Hab ich eigentlich noch. User joined your channel. Hallo, der Iran ist jetzt kommunistisch. Oh, das ist ja. Oh, das ist aber noch eine Sache. Muss Iran Truppen ausbilden und mit Hanne Rinnen wieder. Bin dabei. Dauert zu lang. Ich brauche noch 20 Tage für den scheiß Kriegsanspruch auf Rumänien. Lange müsst ihr überleben. So, Heiko, in 20 Tagen kann ich eine Kriegsnation rausnehmen und Italien von hinten überrollen. Moment. Du hast da bei Orléans was gekesselt, ne? Das ist doch sehr schön. Ich hab Pasa gekesselt. Und dann schickst du gleich deine Truppen, die du frei hast, dann nach Süden und machst dann da alles tot. Kann ich der Kommentar beitreten? Kann ich der Kommentar beitreten, wenn ich gleich mit euch im selben Krieg bin? Weiß ich nicht. Problem ist, meine Kommunisten. Ich habe Marine übrig. Ich? 16 Schiffe? Kannst du mal ein bisschen das Mittelmeer sichern? Ich kann es versuchen, aber es ist ein schwerer Kreuzer und ein bisschen drumherum. Okay. Das ist ja schon mal ein Anfang. Ja, ich versuche auch mal hier zu sichern. Ich muss mich übrigens in China mittlerweile ein bisschen zurückziehen. Ja, komm, ich hab dich hier doch gerade in die Faction eingeladen. Iran. Ah, super, danke. Und dann einfach Scheiße, die von der Front, oh Gott. Zerfallen gleich. Oh nein, die ist auch noch. 10 Divisionen dann gleich zerstört. Das wird immer schlimmer. Das ist komisch, ich kann weder eine Seeinvasion machen, noch kann ich meine Flotten irgendwie durch Griechenland schicken. Komm, Iran, frag hier, ob du. Bitte zieh all deine Truppen hoch nach Finnland. Ich? Der hat gleich einen Bürgerkrieg. Ja, okay. Wer, der Finne? Nein, der Iran. Oh, scheiße. Aber der geht schnell, wenn das richtig macht. Also, Italienische. So, Call to Arms. Okay. Helft dir ein bisschen, Iran. Danke. Spalte, wenn du es da unten dann geregelt hast, wäre ich dir auch richtig dankbar. Ist die Linie hinter dem Plus nicht einfach besser, weil du bist ich will keinen Hexen. Ah ja, Spanien, siehst du, dass wir eine Seeschlacht haben? Ich hab einmal einen Hexen. Ich sehe, dass wir ein paar Seeschlachten haben. Nie wieder tun. Ich zieh mich nach und nach zurück. Ja, aber so hinter dem Plus wäre, glaube ich, die schlauste. Ja, wie gesagt, nach und nach. Momentan bin ich eigentlich nur am versuchen, nicht überrannt zu werden. Ja, klar. Oh fuck, mir fällt ein, ich muss mich gerade technisch zurückziehen. Okay, alle Truppen aus China raus. Paris. Alle Truppen aus China raus. Sofort. Was? Wieso schon wieder Paris? Ich hab doch da extra Truppen stehen lassen. Und Calais, Alter, was soll der? Russe, ich brauch deine Hilfe oben. Ja, okay. Du hast da nämlich Truppen, die könnten unter Umständen. Noch 3% der Franzosen ist weg. Wir können die das einfach schon wieder machen, was soll die Scheiße? Die Alliierten lassen uns im Stich, das ist die Sache. Ich komme doch gleich, noch 10 Tage. Du doch nicht! Die anderen! Ich bin auch stark. Wir sind alle gemein. Griechenland wird euch nicht helfen. Mir war das nicht gemein. Das sind nochmal, wenn ich jetzt gleich eingreife in den Krieg, das sind nochmal wie viele Divisionen auf eurer Seite? 5? 9, 70. Okay, ich glaube, du verstehst aber falsch. Ich hab nichts gegen dich gesagt, ich hab halt gegen die blöden Engländer gesagt. Schwulen Engländer! Genau so sieht's aus. Also ich hoffe für alle, dass sie ihre Truppen aus China rausziehen, weil sonst wird da gleich ziemlich viel gekesselt. Den Kiang, das ging. Und Afghanistan, das gilt hauptsächlich für euch beide. Ich war Gott, ist das ein Stress hier!
einfach komplett aus dem Spiel raus. Ja, der Kessel von Calais, der wird hier gleich aufgelöst. Dann sind drei Divisionen aufgerieben. Weil mir ist aufgefallen, ich bin fast so kapituliert und es ist nicht recht praktisch, wenn da ziemlich viele Truppen rum sind. Ich habe einfach Sekunden, bevor die in Ding gelandet sind, habe ich noch. Habe ich noch gesagt, ich schicke jetzt Truppen nach Paris. Heiko, deine kleine motorisierte Einheit hier unten bei mir in Spanien, kannst du die mal gerade hier die paar deutschen Gebiete zurückerobern? Moment, ich habe eine motorisierte Einheit. Oh, danke, ja, klar. Gut, da kann ich mit meinen die Front halten. Russen, wie sieht das bei euch aus mit Rumänien? Mit der Front? Also in 6 Tagen komme ich und dann komme ich mit ganz viel und dann weiß ich nicht, ob ich schaffe, weil der Feind da auch viel hat. Ja, da fällt mir ein, ich wollte bei Byzanz, genau, ich wollte mal... Also ich kann, wenn ihr wollt, kann ich bis nach Slowenien vorrücken gegen Italiener. Moment, was habe ich da gerade eben angenommen? Rück so weit vor, wie du willst und wie du kannst. Und dann kann ich vielleicht sogar, vielleicht greife ich sogar Österreich an, als Grieche, das wäre witzig. Okay. Und lauf die Scheißtruppen. Was? Oh. Ich hab's gerade zurückerobert! Oh, im Frieden. Okay, meine Truppen sind ziemlich gearscht. So, jetzt. Fuck. Evakuierung von Dünkirchen. Soll ich noch angreifen? Ach komm. Fuck. Mach einen Halteangriff nach Belgien in der. Wo ist denn der Scheiß jetzt? Komm, ich hab grad eben alles zurückerobert gehabt. Ich hätte noch 2 Sekunden mehr gebraucht. Spanien, du eine Einheit, einen Halteangriff nach Norden von Dünkirchen und einen nach. Ja, ich zieh grad alles zurück nach Dünkirchen. Aber ja, Dünkirchen ist auch schwer machen. Zu halten. Du sollst einen Halteangriff südlich von Gent machen. Was? Einfach angreifen, also mit einer Einheit oder so nach Gent, also südlich von Gent dort. Da komm ich doch nie im Leben durch, die haben alles von Gent. Du sollst auch nicht durchkommen, du sollst dich nur dort festhalten in dem Kampf. Und hauptsächlich Zeit gewinnen für die Einheiten, die noch weiter östlich sind. So, okay, der Vormarsch von Finnland und Schweden ist teilweise gestoppt. So, ich habe wenigstens noch ein paar Truppen, die mir Russland gegeben hat, danke dafür. Kann ich ja mit denen jetzt weitermachen. Also China ist gefallen so nebenbei. Oh Gott im Himmel. Hauptsächlich absichtlich das zurückgezogen. Das ist ja eine tolle erste Multiplayer-Runde für mich. Noch ist ein lebenslanges Trauma, braucht das. Ja, wenigstens das. Wie lange brauchen diese scheiß Briten? So, ich schicke jetzt meine Truppen einmal durch die ganze Welt. Die Deutschen sind ein Stück vorgestoßen. Die Briten haben einfach Kriegsziele gegen die Spanier. Nein, ich gegen die. Umgekehrt. So, hoppla. Ich hoffe, das hilft dem Parker. Ja, vielleicht kann ich aber schmal, ey. Ja. Schon bei unserer Division in Frankreich werden alle sterben. Da würde ich dir vorher lieber auflösen, ne? Ja, lieber auflösen. Wirklich die Division auflösen? Ja, aber kommt man wenigstens noch etwas Manpower. Bitte, bitte. Komm. Halt. Japan, sei fair, bitte. Ich bin nur Afghanistan. Firmier, du übernimmst die Westfront gegen Deutschland und so. Ich schau hier oben bei den Finnen. Der war gut. So, wir können jetzt natürlich hoffen, dass die Alliierten uns noch einen Arsch retten. Der war auch gut. Fuck. Ich hab an Fallschirmjäger nicht gedacht. Ich hab ganz vergessen, dass es die gibt, weil die einfach nur nie irgendwer eingesetzt hat. Verdammt. Weil sonst hätte ich einfach, ich hätte nur 2-3 Einheiten in den Städten stehen lassen müssen. Ich meine, ich hatte ja 20 Divisionen oder so, um die Küste zu sichern. Ich hätte die also locker übrig gehabt, um das bisschen Paris und so zu sichern. Ich hab grad meine ganze Armee verloren. Das klingt alles nicht gut. Anscheinend wird beim Kapitulieren. Warte, ich stelle sie wieder her. Auch wenn man auf Kerngebieten steht und kapituliert, seine Truppen aufgelöst. Die einzigen Truppen, die ich noch habe, sind die, die in der Sowjetunion rumgestanden sind. Die Einheiten haben gerade keinen Bock, sich zu bewegen. Warum?
Pas de pitié. Continuez l'attaque. Sind die? Ach ja. Hä? Irgendwie leckt das Spiel, glaube ich, gerade bei mir. Continuez l'attaque. Ja, es ist Pause, warum? Ja, wobei, 2 reicht. Nein, warum erstützen die wieder Frontlines? Warum nicht? Ja, Frontlines, dadurch bewegen sich die drum die ganze Zeit automatisch irgendwo hin, bleiben die ganze Zeit nicht eingegrammt, was das heißt, ich bin der Defensivbonus und ich kann einfach ohne Frontline besser agieren. Ja, okay, dann löscht aber nur wahrscheinlich die dann nur oben bei den Deutschen, weil du kannst ja nicht alles micromanagen. Ja, okay. Gut, da der Krieg für mich eigentlich relativ gelaufen ist, mit 3 Divisionen kann ich nicht viel tun. Ich komme gleich wieder. Ich habe auch nicht viel mehr. Auch nichts tun. Ich hab mehr. Bougez-vous. En arrière. Paré. Wollten die Alliierten nicht mal irgendwas machen? User joined your team. Ja, die warten bis hier aufgekommen. Guck mal ganz oben auf deiner Anzeigeleistung, wo die ganzen Diplomatie-Sachen auftauchen. Mehr sage ich nicht. User left your channel. Was soll das? Ich meine, die Alliierten haben doch auch nichts davon, wenn sie überhaupt nicht in den Krieg kommen. Y, sollen wir uns hier nicht hinter Plus zurückziehen? Die Sache ist, wir verlieren hier gerade eigentlich nur gegen die Deutschen. Also, ja, weil die anderen hier nicht angreifen. Ja, das ist er. Das ist, lass sie erstmal kämpfen, wir können uns später noch auch zurückziehen. Ich würde ja so gerne kämpfen, aber bei mir nimmt überhaupt nichts Befehl entgegen. Immerhin mal. Riechen helfen ein bisschen. So, das lang. Oh, wir haben hier gerade vielleicht gleich sogar einen Sieg am Laufen. Wo ist es? Da da auch Panzer drin sind, hoffe ich mal bis nach Königsberg zu kommen oder so. Das ist sehr ambitioniert. Ich habe einen Angriff gestartet, von dem ich mir gerade was erhoffe. Ja, Einkesselung, ne? Na. Ich fühle gerade ein bisschen Krieg im Iran. Ich meine, was anderes kann ich ja nicht machen. Los, ihr Idioten, zieht euch zurück. Die Italiener wollen kesseln. Die Deutschen auch. Ach, fehlt ihr doch nicht die Schlacht. Leningrad darf nicht fallen. Was machen meine Armeen hier eigentlich? Scheiß. Die am meisten aufregt, dass der Deutsche einfach mehr Manpower hat als wir.